Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich melde mich heute aus dem ostsächsischen Bautzen. Rechtsextreme attackieren Flüchtlinge. Rechter Mob jagt Flüchtlinge in Bautzen. Sieg der Rassisten. Solche Schlagzeilen waren zu lesen, nachdem es hier kürzlich zu Auseinandersetzungen zwischen sogenannten UMAs, unbekleideten minderjährigen Ausländern, und den Einheimischen kam. Inzwischen hat sich zwar herumgesprochen, dass die Gewalt von den Asylbewerbern ausging, doch die Hintergründe der Auseinandersetzungen sind weiterhin unklar. Wir haben uns für Sie einmal im Bautzen umgehört und können Ihnen von einer Vorgeschichte berichten, die bisher noch nicht zur Sprache kam. Nun geht es wieder ruhig und friedlich zu rund um den Bautzener Kornmarkt. Noch vor kurzem sah es ganz anders aus. Am Abend des 13. September spielten sich hier mitten in der Innenstadt dramatische Szenen ab. Doch obwohl der Revierleiter der Bautzener Polizei, Uwe Kilz, umgehend klarstellte, dass die Gewalt zuallererst von den Asylbewerbern ausging, wurde in den Medien wieder einmal das Klischeebild von sächsischen Fremdenfeinden gezeichnet, die vollkommen unmotiviert Hetzjagd auf Ausländer machen. Auslöser der Auseinandersetzungen an diesem Mittwochabend war der Angriff eines Asylbewerbers auf einen 32-jährigen Bautzner, der mit einer abgebrochenen Flasche an Hals und Rücken schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Danach schaukelte sich die Situation hoch. Der Ärger in der Stadt über die sogenannten UMAs, um den mittlerweile als Rädelsführer enttarnten Afrikaner Yusuf T. alias King Abode, zieht sich schon seit Monaten hin. Wir haben mit Marco Vruck gesprochen, der bereits für den 9. September eine Demo gegen die unhaltbaren Zustände organisierte. Die Medien berichten, dass es am 13. September gewissermaßen erstmals aus heiterem Himmel zu Auseinandersetzungen zwischen Asylanten und Einheimischen hier in Bautzen kam. Ist diese Darstellung richtig? Nee, ganz und gar nicht. Das Ganze spielte sich quasi schon Monate vorher ab. Es fing alles mal im April an, wo sich quasi die Lage zugespitzt haben. Asylbewerber haben hier gedacht, das quasi als ihre Freizone zu nehmen, wo sie sich hier verhalten können, wie sie wollen. Die Platte haben sie, die sogenannte Platte, die hier drüben ist, haben sie dann quasi für sich vereinnahmen wollen, haben Deutsche gar nicht mehr draufgelassen. Frauen, Kinder und so weiter haben sich gar nicht mehr auf die Platte getraut. Und da haben wir dann am 9.9. die erste Demo hier veranstaltet in Bautzen, in welcher es dann halt leider nach Abschluss durch verschiedene Punkte, es wurde ganz viel durch die Asylbewerber provoziert. Die haben quasi versucht durchzubrechen, es wurde auch einer festgenommen. Dann ist halt quasi irgendwo der Knackpunkt gewesen, wo die Bürger halt wirklich, die irgendwie die Nase voll hatten. Und das zog sich dann halt auch immer so weiter. Am Abend des 13. September brachte die erneute Migrantengewalt das Fass zum Überlaufen. Ja, die minderjährigen Flüchtlinge, wie man sie so nennt, sind jeden Tag hier in größeren Gruppen einfach in die Innenstadt gekommen, haben ganz gezielt auch drüben auf dem Platz Jugendliche attackiert auch, Frauen angefasst, die sich dann gewehrt haben. Es gab Prügeleien sogar zwischen Mann und Frau und so weiter. Dann ist es halt quasi so gewesen, dass viele Bürger es mitbekommen haben und sich auch spontan, also wenn dann immer von Randale geredet wird, das ist keine Randale, die Leute sind spontan dazwischen gegangen. Vrucks Aussagen werden durch Aussagen einer von uns vor Ort befragten Passantin bestätigt. Also es war schon extrem schlimm, wenn man die ganzen Asylbewerber hier hat sitzen sehen, musste man Angst haben, hier vorbeizugehen. Ich kann nur ein Beispiel schildern bei meiner Tochter, ich wurde öfters angerufen, dass wir sie abholen, weil ihr welche hinterhergegangen sind und sie von hinten fotografiert hatten. Es war schon extrem schlimm und sie ist 20 Jahre. Und dass es irgendwann eskaliert bei diesen ganzen Asylsuchenden, konnte man sich irgendwann mal denken oder vorstellen. Auch dieser Jugendliche berichtet von permanenten Belästigungen in der Innenstadt. Das war aber auch nur nicht bei mir so, sondern es sind immer mehrere Gruppen gewesen, 4er- bis 5er-Gruppen, und das ist auch bei normalen älteren Senioren passiert. Es wurden Senioren mit Flaschen übergossen, beschmissen, angepöbelt, junge Frauen im Alter von 18 bis 25, die wirklich auch angefasst wurden gegen ihren Willen und dann geschlagen wurden, wenn sie sich geweigert oder gewehrt haben. Zu den Vorgängen an besagten 13. September befragt, sagte er uns: Ich selber war anfangs nicht dabei, aber laut dem Videomaterial gab es natürlich wieder Pöbeleien seitens beider Parteien. Was heißt Parteien? Es waren keine rechten Organisationen, es waren keine irgendwelche Neonazi-Gruppierungen, so wie man es in den Medien mittlerweile hört. Es waren ganz normale Bürger, es war wieder eine Frau involviert, die von einer Clan-Gruppe Asylanten angefasst wurde und bepöbelt wurde. Diese Frau hat sich das natürlich nie gefallen lassen.
Ja, und dann kam natürlich eins zum anderen und dann haben sich viele Bautzner gedacht, dass es so nicht geht. Haben auch viele Bautzner an dem Tag mal wirklich erlebt, was hier überhaupt los ist. Und dann ist es wahrscheinlich zu den Ausschreitungen gekommen und man hat dann halt versucht, diese Redelsführer aus der Innenstadt zu vertreiben. Durch die verhängte Ausgangssperre und andere Maßnahmen hat sich die Lage vor Ort erheblich verbessert. Das ist nicht zuletzt auf die Proteste der Bürger vor Ort zurückzuführen. Auch Marco Bruck, der weiterhin ein Auge auf die Entwicklung haben wird, kann dies bestätigen. Wie ist die Lage jetzt in Bautzen, nachdem die Bürger ihren Protest zum Ausdruck gebracht haben? Wesentlich besser. Es ist jetzt so, dass natürlich nicht, die sind nicht verschwunden, ja? Aber diese typische Gruppenbildung, die wir immer hatten, die ist mittlerweile nicht mehr da. Sie verteilen sich halt, sie laufen vielleicht in Zweier, also zu zweit oder zu dritt, aber jetzt sage ich mal, dass sie direkt sich auf die Platte setzen und dort jetzt den Punkt so für sich nehmen, das ist nicht mehr. Das ist auf jeden Fall von daher, die Stimmung ist, ja, die ist auf jeden Fall besser geworden jetzt nach dem Ganzen. Und auch die Leute, man merkt es, wenn man mit denen spricht, dass die eigentlich eher beruhigt sind. Also im Gegensatz zu dem, was in der Presse sonst erzählt wird, wenn man sie direkt anspricht, sind eigentlich alle darüber froh, dass endlich mal Ruhe herrscht. Bautzen ist kein Symbol für Rassismus, sondern ein weiterer Beleg dafür, dass unkontrollierte Massenzuwanderung zu schwersten Sicherheitsproblemen führt. Solange die Politik daraus nicht die richtigen Schlüsse zieht, wird es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen. Ich denke, wir konnten auch diesmal wieder etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Wenn Sie unsere Aufklärungsarbeit unterstützen wollen, geht dies am besten mit einem Abo der Deutschen Stimme. Oder Sie können uns auch gerne eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen lassen. Ich verabschiede mich für heute. Bis hoffentlich bald. Ihre Emma Stapel.